Kinders, ich habe spontan eine kleine Videoidee bekommen. Und zwar, morgen ist die Bekanntgabe des EM-Kaders. Und da dachte ich mir mal, ich bastel mir mal meinen Kader zusammen. Ne, Kontroverse erlaubt, Kritiken erlaubt, ganz klar, könnt ihr mir in die Kommentare ballern, was ihr davon haltet und was nicht. Also über neue brauchen wir uns sicher noch halten. Trapp hat sich verletzt, Trapp sei schon Testing, sie verletzt. Deswegen ist er hier gar nicht mehr aufgeführt. Ich würde sagen, aufgrund der Leistungen würde ich Trapp und Ortega mitnehmen tatsächlich. Für viele mag Ortega eine Überraschung sein, aber der hat ziemlich gute Leistung abgeliefert. Also fantastisch auf jeden Fall. So, damit wäre ich schon in der Torwartposition zufrieden. So, ich würde sagen, Verteidiger würde ich schon mal Ginter, Gosens und Klostermann mitnehmen. Von Can und Rüdiger bin ich auch Fan, Hummels definitiv auch, der hat eine astreine Saison gespielt und ist auch so ein Leader-Typ. Süle, der ist noch nicht wieder auf dem Tritt, mal gucken. Baku auf jeden Fall, also als rechter Verteidiger, ganz klar. Heizenberg würde ich gerne mitnehmen, gerne auch Koch. Ja, Boateng mag ich eigentlich sehr gerne, ne? Aber dann lieber Süle, würde ich sagen. Also ja, Knoche. Ja, die Bände hören jetzt eh im Sommer auf. Die haben ihr Karriereende verkündet. Anton, ganz okay Saison, Mittelstädt, ja moin. Ja, ich denke, dass es hier erstmal war. Dann würde ich in Mittelfeld und Angriff gehen. Das ist hier gleichwertig aufgelistet, also beides in einem. Da würde ich schon mal sagen, die ersten 8 sind bei mir schon mal gesetzt. So. Müller nach der Saison auf jeden Fall auch. Neuhaus würde ich gerne mitnehmen. Ja, anklicken, so. Ja, Brandt, Reus, wie viel habe ich noch übrig? 3 Stück. Ich kann die ja schon mal mit reinnehmen. Brandt immer so ein bisschen schwankt mit seiner Leistung, aber im Endeffekt, ich finde ihn schon ganz gut. Und Kevin Volland als Stoßstürmer auf jeden Fall noch nach der Leistung. Ja, Arnold ist auch nicht schlecht, nicht? Das ist ganz klar. Also, Eggestein bin ich Fan von, Kramer finde ich gut, Mokoku, ach, ne, alles klar eigentlich. So wie Mukele, das sind gute aufstrebende Talente. Ja, Kruse ist da eh schon mal eine Nummer für sich auf jeden Fall. Rani Khedira, ja, alles interessante Leute. Sil, Füllkrug, Hermann, Selke, ja gut, Selke können wir knicken eigentlich, aber ja, selbst für mich als Werder-Fan, aber nee. Der hatte Potenzial, aber irgendwie, der kriegt nichts hin. Hector bin ich auch Fan von, auf jeden Fall. Serdar mag ich ganz gerne. Waldschmidt ist auch in Ordnung. Aber ich denke, dass ich mit dem Kader so fahren würde. Also, ja. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, in der Übersicht. Also, Tor, Neuer, Trapp, Ortega. Abwehr, Süle, Ginter, Gosens, Klostermann, Can, Rüdiger, Hummels, Baku, Halsberg, Koch. Und im Angriff, ja, die ersten sind ganz klar, Kimmich, Goretzka, Gündogan, Gnabry, Sané, Havertz, Werner, Kroos. Und Müller war ebenfalls klar, Reus auf jeden Fall noch, Neuhaus, Brandt und auch auf jeden Fall nach der Leistung Volland. Also wir brauchen da Stürmer, nicht nur Werner muss irgendwie aushelfen, sondern auch Volland zum Beispiel. Also das wäre jetzt im Prinzip so mein Kader. Gut, ich konnte das Ganze mal gerne in der Infobox, in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr das mal selber machen und gucken, was bei euch dabei rauskommt. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, so als Fußballfan, wie ich finde. Und dann würde ich mal sagen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst es krachen, haut rein und ich freue mich auf die EM. Bis dann. Tüdelü.